Ja, endlich findet der Abschlussball statt. Das ist so aufregend. Ups. Ja, dieser Tag wird definitiv voller Überraschungen sein. Es ist schwer, ein hässliches Entlein zu sein. Die Jungs beachten mich nicht. Die Mädchen lachen mich aus. Ich hab's so satt. Ich muss was ändern. Niemand würde damit rechnen, dass ich beim Abschlussball ein hässliches Entlein in einen schönen Schwan verwandeln würde. Das Kleid ist wunderschön. Die Klassenkameraden sind total begeistert. Einige Mädels versuchen, Gewicht für den Abschlussball zu verlieren. Aber nicht jedes Mädchen kann die Ziele erreichen. Die Waage zeigt viel zu viel an. Das ist ein Albtraum. Es gibt keine Möglichkeit. Das Kleid ist zu eng. Ich kann es nicht schließen. Ein Glück kommt meine Freundin und hilft mir. Okay, entspann dich. Ich versuch's mal. Nein, es funktioniert nicht. Warum ziehst du kein Pullover an? Oh, das ist furchtbar. Wenn mir meine Mom Outfits für den Abschlussball anbietet, bin ich total gespannt. Sie kommt mit einer Schachtel an. Dieses Kleid hat sie bei ihrem Abschlussball getragen. Mom, so einen alten Fetzen kann ich nicht anziehen. Das ist kein Fetzen. Das Kleid ist immer noch total modern. Okay, wenn meine Mom das so will. Die Retro-Frisur ist fertig. Und dein Haarreif wird den Look ergänzen. Okay, du wirst die Schönste auf dem Ball sein. Aber die Tochter ist wohl anderer Meinung. Das sieht furchtbar aus. Ach komm schon, vertrau mir. Ich weiß es doch am besten. Da muss sie wohl durch. Der Abschlussball beginnt. Und war ja klar, wie die anderen reagieren. Ihr Outfit sieht im Vergleich zu den anderen ziemlich komisch aus. Was ist das, eine 60er-Jahre-Party? Ja, es ist echt peinlich, wenn sich andere über mich lustig machen. Aber im Rampenlicht steht die Mutter. Sie wollte auch mitfeiern. Schaut sie euch an, ein Minirock und Absatzschuhe. Wie kann eine so aufgeschlossene Mutter eine so langweilige Tochter haben? Oh Mom, sie ist eine Partykönigin. Ich werde mich in der Ecke verstecken. Sie sieht aus wie eine Figur aus einem Märchen. Für ein Mädchen ist der Abschlussball das größte Ereignis. Jeder will auffallen, aber übertreibt es nicht. Sie hat es nämlich übertrieben. In diesem Kleid sieht sie eher aus wie eine Braut. Und wo ist dein Hochzeitsschleier? Es gibt kein Bräutigam für dich. Ja, das war keine gute Entscheidung. Ach, wen interessiert das schon? Ich will Spaß haben. Manche Leute machen das Gegenteil. Sie achten zu sehr auf Trends. Und was auf Instagram angesagt ist, ist nicht immer für den Abschlussball geeignet. Wie zum Beispiel die Pillow Challenge. Sieht zwar cool aus, ist aber nicht für diesen Anlass geeignet. Aber das scheint ihr egal zu sein. Sie fühlt sich unwiderstehlich. Hier kommt das tollpatschige Mädchen. Sie trägt ein langes Kleid. Aber es gibt einen Nachteil. Sie wird immer auf den Saum treten. Und dann endet es so. Das ist so peinlich. Sie kann auch nichts dagegen tun. Hätte ich bloß das lange Kleid nicht angezogen. Manchmal bringt doch jemand was zum Abschlussball mit. Er gießt Alkohol in die Bowle, damit seine Klassenkameraden betrunken werden. Und den Rest trinkt er. Oh, pass lieber auf. Diese Bowle macht ihren Abend noch interessanter. Das schmeckt voll lecker. Egal wie sehr ihr versucht, die Abschlussballkönigin zu sein, gibt es leider immer beliebtere Mädchen. Das wird ein Kampf. Sie hat zwar viel Selbstvertrauen, aber nachdem sie das Mädchen gesehen hat, sinkt ihr Selbstwertgefühl. Es gibt noch jemanden, der keinen Spaß beim Abschlussball hat. Das Gossip Girl sieht nicht besonders glücklich aus. Diese düstere Person zum Tanzen zu bringen ist unmöglich. Das alles ist nichts für sie. Wenn der Abschlussball auf einem Friedhof wäre, würde sie sich wohl besser fühlen. Sie ist so traurig, dass Milch verderben würde, wenn sie nur neben ihr wäre.
Mach lieber ein paar Selfies mit Aschenputtels Mutter. Beim Abschlussball gibt es keine Grenzen. Das denkt er jedenfalls. Er trinkt ziemlich viel. Yeah. Ja, zu viel. Er denkt, er sei der König und unwiderstehlich. Das sieht irgendwie lustig aus. Hey! Ups, da hat wohl jemand zu viel getrunken. Er ist raus. Und es endet immer gleich. Er liegt irgendwo in der Ecke. Er will seine Ruhe haben. Und schläft dann ein. Jeder auf dem Ball tanzt natürlich. Keiner tanzt wie ein Profi. Aber manche Leute denken, dass sie es total drauf hätten. Hey, runter von der Tanzfläche. Jetzt kommen wir. Sieht so aus, als hätte jemand zu oft Dirty Dancing gesehen. Die Hauptsache ist, dass sie Spaß haben. Und der Rest spielt keine Rolle. Was soll der Lehrer beim Abschlussball machen? Klar, sie kontrolliert alles. Und sie macht ein Erinnerungsfoto. Kommt her! Na los, kommt schon! No. Begeisterung sieht anders aus. Alle versammeln sich. Selbst wenn sie keine Lust haben, sagen sie Cheese. Mm-hmm. Endlich können wir weiter tanzen. Sie kontrolliert auch die Paare. Oh nein, das geht zu weit. Keine Paare. Ihr müsst Abstand halten. So tanzt ihr richtig. Ich zeige es euch. Los, macht mir alle nach. Jeder macht beim Abschlussball was anderes. Einige Leute tanzen, andere unterhalten sich und andere essen die ganze Zeit. Klingt alles ziemlich normal. Und während alle tanzen, stehe ich allein vorm Buffet. Und ich tue so, als würde ich auch tanzen. Aber ich möchte lieber etwas Privatsphäre und Ruhe haben. Nicht jeder hat die richtige Kleiderordnung für den Abschlussball. Einige Leute verwandeln diesen Ball in eine Kostümparty. Und sie verkleiden sich. Wie dieses Mädchen zum Beispiel. Ist das hier eine Cosplay-Party? Das geht gar nicht. Sie dachte, sie wäre der Star. Aber sie sieht echt komisch aus. Hey, los geht's! Auf jedem Ball gibt es auch einen Mobber. Er macht so etwas. Spinnst du? Das war der letzte Brownie. Ups. Hey, du hast dich offensichtlich mit dem falschen Mädchen angelegt. Der wichtigste Teil des Abends ist die Krönung des Abschlussballkönigs und der Königin. Das wird der beste Moment meines Lebens sein. Aber natürlich könnte auch das passieren. Ups, die Königin ist besiegt. Schachmatt. Das sollte eigentlich der beste Moment sein. Endlich ist es soweit. Der große Moment. Jeder hat darauf gewartet. Wir fangen auch gleich an. Der Erste hat's geschafft. Er sieht total glücklich aus. Er musste nämlich ein Jahr wiederholen. Das ist kein Wunder, dass er sich doppelt so sehr freut. Ich bin frei. Ich muss nie mehr zum Unterricht kommen. Und jetzt wird das Diplom an den besten Studenten vergeben. Sie hat eine Medaille bekommen. Ja, sie hat schon haufenweise Medaillen zu Hause. Das ist Miss Nerd 2020. Sie ist das Haustier des Lehrers und der Star der Bibliothek. Ihre Klassenkameraden mögen sie nicht wirklich. Einige schaffen es kaum bis zum Abschluss, weil sie zum Beispiel hochschwanger sind. Sie hat es aber trotzdem gerade so geschafft. Und vor allem sind die Lehrer aufgrund der Situation netter. Aber wenn sie das Diplom in der Hand hält, verschwindet ihre Schwangerschaft auf magische Weise. Hä, wo ist dein Bauch? Er ist weg. Alle sind schockiert. Die werdende Mutter hat sich wieder in ein normales Mädchen verwandelt. Das perfekte Verbrechen. Nachdem das geklärt ist, gibt sie das Diplom an den nächsten Absolventen weiter. Was ist denn mit ihr los? Warum versucht sie sich zu verstecken? Und wie sieht sie denn im Gesicht aus? Oh, sie hat wohl zu viel Selbstbräune aufgetragen. Das kann auch mal passieren. Aber an so einem Tag zu experimentieren, ist keine gute Idee. Macht das auch nicht mit den Schuhen.
Seht ihr, was passiert, wenn ihr High Heels tragt? Oh Gott, passt bloß auf! Hey! Wir haben nur noch ein Diplom übrig. Und es geht an das unbeliebteste Mädchen. Keiner will was mit ihr zu tun haben. Trotzdem ist sie so glücklich, endlich ihr Diplom in der Hand zu halten. Alle haben es geschafft und alle freuen sich. Das ist der schönste Tag. Wie fandet ihr unseren Abschlussball? Schreibt uns, wie ihr euch vorbereiten würdet. Wollt ihr das schönste Kleid haben oder habt ihr eher keine Lust auf einen Ball? Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.